der Herzmuskel nicht richtig mit Sauerstoff durchblutet wird, versorgt wird. Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf Sunny Beats. Heute machen wir weiter im Lernfeld 1.3, Personen- und situationsbezogene Pflege alter Menschen. Ich möchte heute beginnen mit dem Themen Herz- und Kreislauferkrankungen. Wir steigen ein mit den Herzerkrankungen. Bevor ihr auf diese Themen kommt in der Ausbildung, werdet ihr auf jeden Fall Anatomie des Herzens und verschiedener Gefäße durchsprechen. Das lasse ich jetzt natürlich hier weg, weil das mit sehr, sehr viel Anschauungsmaterial verbunden ist. Und die alle in dieses Video einzufügen und, würde einfach den Rahmen sprengen. Niemand von euch guckt sich anderthalb Stunden Video über Herzanatomie an. Darum möchte ich direkt mit der Krankheitslehre anknüpfen. Vorab möchte ich euch sagen, alles, worüber wir sprechen, einmal hier zur Anatomie dieses Buch. Dort werdet ihr Aufbau des Herzens und alles das finden. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. 14225. In diesem Buch ist es sehr, sehr schön veranschaulicht. Ich kann einmal kurz reingucken. Einmal hier das Herz und auch hier nochmal der Aufbau des Herzens. Ich werde sehen, vielleicht werde ich euch einige Bilder anhängen, das entscheide ich aber dann spontan nach dem Video. Ich möchte anfangen mit dem Thema Herz und zwar mit der ersten Erkrankung, die wir besprochen haben, und das ist die KHK oder auch Koronarsklerose genannt. Damit fangen wir an. Als allererstes für euch die Definition. Von KHK bzw. einer Koronarsklerose spricht man bei einer Verengung der Herzkranzgefäße. Das bedeutet, dass der Herzmuskel nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Kommen wir zu den Ursachen. Ursachen sind eine Arterienverkalkung oder auch Arteriosklerose. Das bedeutet, dass sich in der Innenschicht der Arterien kleine Einrisse bilden, zustande kommen, und sich in diesen Einrissen verschiedene Dinge ablagern und es dann einfach zu einer Verengung kommt. Also es lagert sich immer mehr ab und der Raum, in dem das Blut transportiert wird, wird halt immer enger. Normalerweise ist es so, dass sich dass die Verkalkung, der Platz, die Durchlässigkeit der Arterie so weit möglich ist, dass die Versorgung des Herzens weiterhin gewährleistet ist. Jedoch bei erhöhtem O2-Bedarf ist es eben nicht mehr so einfach gegeben, die Versorgung des Herzens, und dann kommt es zu bestimmten Beschwerden, die wir noch gleich besprechen werden. Symptome. Ganz klassische Symptome ist eine Angina pectoris, bedeutet Schmerzen innerhalb des Brustbereiches, stechende, krampfhafte Schmerzen im Bereich des Herzens, die linksseitig in den Arm, Rücken, Brustkorb, Hals ausstrahlen können. Dann ist es so, dass sie meist nur wenige Minuten, also eine kurze Zeit, überdauern, besonders bei körperliche Anstrengungen auftreten. Dann gibt es noch ein Symptom im Bereich Alkoholismus, auch Diabetes. Diabetiker und Alkoholiker spüren aufgrund ihrer Nervenschädigungen in einigen Fällen die Schmerzen einer KHK bzw. die Symptome einer KHK nicht. Und in diesem Fall spricht man von einer stummen KHK. Es gibt zwei verschiedene Formen von Angina pectoris. Einmal die stabile Angina pectoris. Die tritt auf, wenn in Situationen, die der Patient kennt, bereits schon erlebt hat.
und gehen dann beispielsweise, wie gesagt, bei körperlicher Belastung, gehen dann nach einiger Zeit, verschwinden diese wieder. Der Patient kann also aktiv darauf eingreifen, indem er einfach Dinge nicht so körperlich belastend angeht, sich Zeit lässt und. Und dann gibt es die instabile Angina pectoris, die tritt auf, häufig auch bei überhaupt gar keinen körperlichen Belastungen, ist therapieresistent, es ist einfach, wie es ist. Der Patient kann nicht einschätzen, was gerade er getan hat, um das Auftreten der Symptome der Angina pectoris hervorgerufen zu haben. Kommen wir zur Diagnose. Die Diagnose ist natürlich durchzuführen mittels eines Belastungs-EKGs. Dann gibt es auch noch ein sogenanntes Stress-Ultraschall und einen Herzkatheter. Kommen wir zu den Risikofaktoren. In gewisserlei Dingen ist es das Risiko einer KHK höher. Beispielsweise bei Rauchern wegen der Arterienverengung. Diabetes mellitus, bestimmte Fettüberlastungen innerhalb des Körpers. Dann gibt es natürlich Alkoholkonsum, Adipositas, also Übergewicht, Bluthochdruck, Stress, Bewegungsmangel und natürlich das Alter. Das Alter insofern, dass die Elastizität der Arterien nicht mehr so gegeben ist. Es also schneller zu diesen Einrissen kommt, die ich eben erwähnt habe. Bei der KHK gibt es eine sogenannte Drei-Säulen-Therapie. Die erste ist natürlich die Verbesserung oder Aussetzung der Risikofaktoren, also aufhören mit Rauchen und Saufen, Bewegung, frische Luft, ein ausgeglichenes, fettarmes Essen und. Dann gibt es als zweites die medikamentöse Therapie, ist dafür da, um einmal die Herzbelastung, die Herzarbeit zu unterstützen, das Herz einfach stärker zu machen, dann die Durchlässigkeit der Arterien zu verbessern. Ganz kurz möchte ich was zu den Medikamenten sagen, die man verschreiben könnte. Das wäre einmal Aspirin, Beta-Blocker und sogenannte Nitrate. Und die dritte Säule sind die invasiven Verfahren, beispielsweise das Legen eines Herzkatheters. Dann gibt es natürlich Sofortmaßnahmen, die man durchführen muss, wenn ein Patient, Kunde, Bewohner unter einem akuten Angina pectoris Anfall leidet. Es ist sinnvoll, den älteren Menschen in ein Bett zu legen, beziehungsweise den Oberkörper hochzulagern. Dann sollte man natürlich für ausreichende Frischluft sorgen. Entschuldigung. Beengende Kleidung öffnen, natürlich nicht den Patient, Kunden, Bewohner alleine lassen und sollte innerhalb von kürzerer Zeit keine Besserung auftreten, ist es natürlich unumgänglich, den entsprechenden Hausarzt, gegebenenfalls Notarzt, zu informieren. Kommen wir zum zweiten Thema und zwar das Thema Myokardinfarkt. Herzinfarkt. Kommen wir zu der Definition. Eine Herzarterie ist durch einen Thrombus, sogenannten Thrombus, auch genannte Blutgerinnsel, so sehr verstopft, dass es wirklich verstopft ist. Es geht kein Blut mehr durch die Arterie. Und dadurch wird ein Teil des Myokards, Herzmuskels, nicht mehr mit O2 versorgt und stirbt also ab. Der Myokardinfarkt ist immer noch die weltweit häufigste Todesursache. Die Symptome, sehr, sehr starke Brustschmerzen, ähnliche Schmerzen wie beim Angina pectoris Anfall, jedoch sehr, sehr langanhaltender, stärker. Also wie gesagt, auch die Ausstrahlung in den linken Arm, in den linken Bereich des Halses, Brust und auch Rücken, Atemnot, dann vegetative Erscheinungen wie Kaltschweißigkeit, Übelkeit, Erbrechen und bei älteren Menschen auch plötzlich auftretende Verwirrtheitszustände aufgrund des weniger durchbluteten Hirnareals. Sofortmaßnahmen sind hier dieselben wie bei Angina pectoris,
Allerdings auch Herzdruckmassage, Reanimation. Es kann zu Komplikationen kommen, und zwar zu Herzrhythmusstörungen, sogenannten Kammerflimmern. Die Diagnostik, sobald der Arzt eintrifft, wird er sofort ein EEG machen. Es gibt sehr, sehr aussagekräftige Ergebnisse des EKGs bei einem Myokardinfarkt. Kommen wir zu der Therapie. Hier gibt es verschiedene Schritte. Einmal noch im Notarztwagen wird es kommen zu einer Gabe von Aspirin bzw. Heparin, um zu verhindern, dass noch mehr Thrombosen entstehen. Dann starke Schmerzmittel, beispielsweise Morphin, Beruhigungsmittel wie Valium, dann um die Herzdurchblutung zu verbessern, Beta-Blocker, dann einmal die Wiedereröffnung der Herzkranzgefäße im Krankenhaus, die Installation eines sogenannten Bypasses, und natürlich ist es sinnvoll, anschließend eine Reha zu besuchen, um den jetzt veränderten alltäglichen Belastungssituationen entgegentreten zu können. Dort wird man sehr viel alternative Dinge, Alltagslebensweisen erfahren. Wie kann ich belastende, stressvolle Situationen umgehen? Welcher Sport sinnvoll ist? Eine gesunde Ernährung wird dort besprochen. Risikofaktoren werden möglichst ausgeschlossen. Und all diese Dinge muss man einfach lernen, und das kann man am besten in Ruhe anschließend an das Krankenhaus in einer Reha.